Hier ist unsere MN 18500 DGX, Baujahr 2019. Und hier Reifendruckkontrolle vorne. Reifen vorne sind 50%. Überall beleuchten. Verspoilert. Alcoa Alufelgen. Hydraulikanlage, zwei Kreisen für Schuhbodenhydraulik. Domatic. Luftanschluss. Ja, auch Hinterachse. Mit Reifendruckkontrolle. Bereifung ist das 315 80 22,5. Bereifungszustand sehr gut. Hinterachse. Auch zweimal Sensoren an die Hinterachse. 380, 50, 80, 22,5. Continental. Ein Tank, 600 Liter. Wir haben schon beleuchtet, Xenonlicht. Oben auch alles. Funktioniert auch alles. AdBlue Tank, Massenschalter. Jetzt gehen wir rein. Hier ist die Hydraulikventil. Zwei luftgefederte Beifahrersitz und Fahrersitz mit Lederausstattung. Die Ausstattung heißt Individual. Also, der hat hier Kühlschrank, Standheizung. Das ist der Mikrowelle, Kaffeemaschine, Staufächer. Hier hat man ein Fernsehen angebaut. Hier ist der Fernbedienung dafür. Wo kann man den einfach zuklappen? Hat auch ambiente Beleuchtung, also leuchtet alles, wenn ganz schön. Dann kann man hier Farbe und Lichtstärke ändern. Der hat insgesamt 458.000 Kilometer runter. Ein cooles Radio. Automatikgetriebe. Jetzt gehen wir ins Menü rein. Fahrzeug. Okay. Fahrdaten. Digitaltacho. Tourverbrauch.
starten wir den kurz. Last Vorderachse und Hinterachse, Batteriespannung, Reifendruck, Vorderachse und das Hinterachse. Jetzt zeigt, dass der Reifen hinten kaputt ist oder leer. Bremsbeläge, erste Achse und die zweite Achse, Vorderradsdruck. Insgesamt hat 9516 Stunden runter. Er kann auch zeigen bei Anhänger, Bremsbeläge, Reifendruck und ja, sonst hier Daten, Betriebsdaten, Service. Der Sitz, die Sitzheizung. Okay.